Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Ich freue mich, dass einer bei mir zu Gast ist, der am kommenden Samstag in der Messehalle in Karlsruhe am Indoor-Meeting zu den Topstars zählt. Julian Howard, grüß dich. Danke, hallo. Julian, du bist relativ frisch wieder zurück aus dem Wintertrainingslager. Wo warst du unterwegs und wie fühlst du dich aktuell? Wir waren auf Lanzarote mit dem kompletten Weitsprungkader eigentlich und den Biomechanikern und dem physiologischen Team. Haben dort 10 Tage hart gearbeitet, haben an der Technik gefeilt, gut trainiert, eine schöne Zeit dort gehabt und bin jetzt wieder zurück. Mir geht's gut, ich bin verletzungsfrei, ich habe Bock, ich habe Spaß und freue mich aufs Meeting. Okay, 2019, neues Jahr, neues Glück. Ganz kleine Mini-Bilanz zu 18 nochmal. Eher abhaken oder? Nein, auf keinen Fall. Man muss aus den Sachen lernen. Ich bin 2018 super gut in die Saison gestartet. Ich war draußen so stark wie noch nie. Ich bin aber ein sehr ehrgeiziger Typ, der permanent versucht, sich zu verbessern und sich sehr ungerne darauf ausruht, was er erreicht hat. Und so kam es dann, dass ich im Laufe der Saison einfach ein bisschen zu viel wollte und eine Überlastungsreaktion im Fuß zu kämpfen hatte oder mit der zu kämpfen hatte, die mir dann so ein bisschen den Spaß an den Europameisterschaften genommen hat. Das war schon schade hinten raus, dass es nicht funktioniert hat. Aber ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen, weil ich habe alles versucht, auch noch fit zu werden. Nichtsdestotrotz waren es doch eher enttäuschende Europameisterschaften für mich. Und deswegen möchte ich da nicht weitermachen, sondern gesund und munter in die neue Saison starten. Und du bist ja auf dem besten Pflaster überhaupt unterwegs, nämlich nächsten Samstag beim Indoor-Meeting in Karlsruhe. Da darf man nicht vergessen, da hast du Rekorde aufgestellt, Weltjahresbestleistungen. Also wirklich ein richtig gutes Pflaster für dich. Die 8-Meter-Sprünge sind da nicht programmiert, aber irgendwie funktioniert es gut da. Ja, in Karlsruhe kann man super springen. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich springe dort. Es ist eigentlich mein liebstes Meeting in der Halle. Es ist gigantisch, es ist zu Hause. Es macht unglaublich viel Spaß. Die Konkurrenz ist gigantisch, vor allem dieses Jahr. Von daher freue ich mich auf weite Sprünge. 8 Meter sind nicht vorprogrammiert. Also letztes Jahr bin ich, glaube ich, 7,78 Meter gesprungen. Selbst der Juan Miguel, der dieses Jahr wieder mit dabei ist, hat damals die 8 Meter nicht geknackt. Also es ist nicht selbstverständlich. Aber ich glaube, dieses Jahr werden sie fallen. Wir sind alle heiß auf den Wettkampf. Ich war jetzt mit Fabian auch im Trainingslager, der ist auch super drauf und wir haben alle Bock. Und ich glaube, das wird echt ein schöner Wettkampf. Über das Starterfeld, die Konkurrenz, reden wir gleich. Und wir stellen dir natürlich auch die 10 Fragen in 60 Sekunden, um dich besser kennenzulernen. Gleich in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Wir verbringen heute einen sportlichen Sonntagvormittag mit Julian Howard. Nächste Woche einer der Topstars beim Indoor-Meeting in Karlsruhe. Weitsprung, seine Spezialität, hat mit einem harten Feld zu kämpfen. Reden wir gleich drüber. Wir wollen aber auch immer unsere Sportler ein bisschen besser kennenlernen in der Martin-Wacker-Show. Es gibt neben dem Weitspringer Julian Howard auch jemand, der gesagt hat, Karlsruhe ist auch eine geile Universitätsstadt. Alles gut gelaufen, oder? Du bist gut unterwegs. Ja, ich bin ja mittlerweile schon beim zweiten Studiengang. Ich bin Langzeitstudent, ich studiere super gern. Das lässt sich mit dem Sport vereinbaren. Ist aber auch fordernd. Aber du hast was schon in der Tasche. Erzähl doch mal, weil das passt so irgendwie gar nicht zum Weitsprung. Nicht wirklich. Ich krieg's auch mit, wenn ich mit anderen Sportlern spreche, dass mein Weg ziemlich ungewöhnlich ist. Ich bin 2009 aus Mannheim hier nach Karlsruhe gezogen, habe Maschinenbau angefangen zu studieren. Habe das nach 8 Semestern abgeschlossen, beziehungsweise den Bachelor. Habe in meinem letzten Semester schon parallel angefangen, Mathe und Sport auf Lehramt zu studieren und bin dort jetzt im 13. Semester und habe jetzt im Frühjahr mein erstes Staatsexamen und dann im Herbst den zweiten Teil. Also der zukünftige Mathelehrer, der Maschinenbau studiert hat und gleichzeitig deutscher Meister im Weitsprung ist. Also es ist schon, ich finde es auch wunderbar, eine schöne Geschichte. Jetzt wollen wir dich besser kennenlernen. 10 Fragen in 60 Sekunden, kurze Frage, kurze Antwort bitte. Dein Sternzeichen. Widder. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verliebt. Deine Lieblingsfarbe? Boah, schwarz. Sieht man heute. Hast du ein Haustier? Nein. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? War es ein Leichtathlet? Nein, ich hatte gar keine Poster mehr zu Hause hängen. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich mag nackte Wände. Andere haben nackte Frauen auf Postern an den Wänden. Dein erstes Vorbild? Habe ich bis heute, glaube ich, nicht. Okay, deine erste selbstgekaufte CD? Ich habe nicht gekauft, ich habe sie mir meistens ausgeliehen. Was war's? Ich glaube, es war. Nee, tatsächlich, meine erste CD war von Elvis Presley. Doch. Von Elvis Presley? Ja, war so, ja. Kassette und dann CD. Spielen wir gleich auf der neuen Welle, nur für dich, für Julian Howard. Jailhouse Rock, glaube ich. Ja, sehr gut. Bist du vegetarisch, vegan oder mit komplett Fleisch unterwegs? Ich wünschte, ich könnte häufiger auf Fleisch verzichten. Ich esse es dafür aber noch zu gerne. Und dein Lieblingsverkehrsmittel, Auto, Fahrrad oder ÖPNV?
Definitiv das Fahrrad, vor allem hier in Karlsruhe. Ich bin überall super schnell und mache dabei noch Sport. Also, sportlich unterwegs. Mein Gast heute, sehr sportlich unterwegs in der Martin-Wacker-Show, Julian Hauer. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Mein Gast ist Julian Hauer, der gerade während die Musik lief, eine Frage dann doch noch beantwortet hat. Er hat gesagt, hatte ich nicht doch ein Poster? Ich hatte eins. So, ja. Was war's? Es war ein Bob Marley-Poster. Ein Bob Marley-Poster. Okay, also den können wir für dich auch noch spielen. Wunderbar. Ganz wichtig ist mir auch immer, dass wir, wie gesagt, auch dir privat ein bisschen auf die Spur kommen. Von Monnem nach Karlsruhe. Mhm. Karlsruhe Fahrradstadt hast du erwähnt. Du hast erwähnt, dass du dich hier wohlfühlst. Aber wichtig ist auch, eine sportliche Basis zu haben. Du hast das richtige Shirt an, LG-Region Karlsruhe. Die sind unter den Top 10 der Leichtathletik-Clubs in ganz Deutschland. Wie wichtig ist es, hier so einen Ankerpunkt zu haben? Sehr wichtig. Also ohne die LG würde es nicht funktionieren. Man könnte Sportler nicht halten, nicht für den Sport so begeistern, wenn die Infrastruktur nicht so gut wäre. Und da tut die LG alles dafür, also alles, was in ihrer Macht steht. Und darüber bin ich unglaublich dankbar, so wie viele andere Athleten bei uns auch. Ohne die LG und die da im Hintergrund agierenden Menschen würde es nicht funktionieren. Also ganz wichtig, eine Basis zu haben und starke Fußballer, starker Mannschaftssport, aber auch starke Leichtathleten, immer wieder wichtig. Und da passt eben auch ein starkes Indoor-Meeting dazu, reden wir gleich drüber. Wackers wahre Geschichte ist bei mir immer im Programm. Ich werde eine Geschichte vortragen, die ist wahr. Aber es gibt drei unterschiedliche Enden und du musst rausfinden, was ist denn wirklich die wahre Geschichte. Okay. Es geht um eine Weitsprunglegende, um Carl Lewis, 9-mal Olympiasieger, 8-mal Weltmeister und er hält Bestmarken über Bestmarken. Lewis hat 3-mal einen Hallenweltrekord aufgestellt und ein Wert gilt bis heute, seine Bestmarke von 8,79 Meter aus dem Jahre 1984 ist noch gültig und Meetingrekord in Karlsruhe übrigens hält nicht er, sondern Larry Myricks mit 8,38 Meter. Also könnte man mal angehen. Jetzt ist von 88 übrigens, ja, okay. 88, also ganz alt. Eine Bilanz von Lewis ist ebenfalls für die Geschichtsbücher. A, er holte bei 5 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen jeweils Gold. B, Lewis holte mit 32 Jahren bei der WM in Stuttgart als ältester Sprinter jemals Gold über 200 Meter oder C. Im Laufe seiner Karriere übertraf er während eines Wettkampfs 75 Mal die 8,50 Meter. C. Tatsächlich, glaubst du, 75 Mal die 8,50? Ja, es gab einen Wettkampf, da war ich dabei, da ist der Christian Reif 6 Mal in einem Wettkampf über 8 Meter gesprungen, von daher. Okay, und es ist richtig, du kennst dich aus, tatsächlich. Ist er 75 Mal über die 8,50 gesprungen. Mhm. Übrigens, er war bei 4 aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen, nicht bei 5. Mhm. Und er holte in Stuttgart Silber, nicht Gold. Also so halb richtig waren auch die beiden anderen Geschichten. Aber du hast rausgefunden, Wackers wahre Geschichte in der Martin-Wacker-Show am Sonntagvormittag. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle, ein sportlicher Sonntagvormittag, heute mit Julian Hauer. Nächsten Samstag in der Messehalle in Karlsruhe, einer der Topstars beim Indoor-Meeting. Er ist der Lokalmandator im Weitsprung und hat eine unglaubliche Konkurrenz von Sportdirektor Alain Blondel vorgesetzt bekommen. Fabian Heinle, Silbermedaillengewinner. Und ein Herr, der hat schon 8,79 Meter geschafft im Freien, zwar mit Rückenwind, aber ich glaube, der haut in diesem Jahr noch ein paar raus, oder? Sollte er gesund und fit sein, dann kann man da noch einiges erwarten, definitiv. Ich bin letztes Jahr schon ein paar Mal gegen ihn gesprungen, auch draußen. Und das ist einfach gigantisch, was der vorne am Brett macht, wie viel Tempo der mitnimmt und wie viel Höhe der generiert. Also da können wir uns alle noch ein Scheibchen von abschneiden. Deswegen freue ich mich extrem darauf, gegen ihn zu springen beim Indoor-Meeting. Der Kubaner Echevarra, um das noch zu vervollständigen. Gibt es für dich sowas wie Motivationsmusik vor dem Wettkampf? Viele haben ja, ich beobachte das beim Indoor-Meeting immer, haben dann so die Kopfhörer im Ohr und schalten komplett ab und mit dem Kopf wird hin und her gewogen. Und so. Machst du das auch oder willst du eher die Atmosphäre der Halle einsaugen? Definitiv. Ich glaube, es gibt fast keinen Sportler, der ohne Musik einläuft bzw. sich warm macht. Also bis zu einem gewissen Punkt ist es mehr als förderlich, sich mit Musik warm zu machen. Aber irgendwann, spätestens dann im Callroom, gibt man die Musik ab und saugt die Atmosphäre auf. Aber man möchte die erste Stunde doch sich ein bisschen sammeln, zu sich finden, sich auf den Wettkampf einschießen. Und da ist Musik absolut das Richtige und das werde ich auch so machen. Ist es Bob Marley oder Elvis Presley? Nee, weder noch. Ich glaube, das wäre zu gemütlich. Ich brauche da schon etwas Schnelleres. Ist auch Schlager mal dabei? Definitiv nicht. Gut, dann ist das Spiel für dich jetzt sehr schwer. Andrea oder Ärzte heißt dieses Spiel. Das heißt, ich lese Texte vor. Mhm. Du musst sagen, ist der Text von Andrea Berg oder den Ärzten? Okay. Andrea der Ärzte mit Julian Hauer. Von wem ist dieser Text?
Ich habe ein Geschenk für dich. Ich liebe dich. Ich schenke dir mich. Frag mich nicht, du weißt warum. Ab heute bin ich dein Eigentum. Ich rate ins Blaue, ich sage Andrea. Du sagst Andrea, was sagen Sie zu Hause? Ich glaube, Sie liegen alle falsch. Das ist von den Ärzten. Der Titel heißt Bitte, Bitte. Okay, schade. Auch der folgende Text könnte von Andrea Berg oder den Ärzten sein. Du, sie hat dich gleich fasziniert, nur Blickkontakt, da war es schon passiert. Sie stand in der Tür und hat gelacht. Ein wunderschöner Schmetterling der Nacht. Ärzte. Und das ist von Andrea Berg. Also, Entschuldigung, alles falsch. Ich weiß nicht, was Sie zu Hause gesagt haben. Ich höre, es liegen fast immer alle daneben. Der Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle. Mein Gast ist Julian Howard, nächsten Samstag gefordert. Wir haben es gehört, gegen ein Riesenfeld. Beim Indoor-Meeting in Karlsruhe übrigens längst ausverkauft. Und es gibt eine Promi-Ausgabe eines Spiels, die in der Neue Welle Morning Show jeden Morgen zu hören ist. Stadtland Quatsch. Bist du auch ein Spieler zu Hause mal? Kartenspielen, Brettspiel? Gesellschaftsspiele sehr, 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 sehr gerne. Okay. Und Stadtland Fluss in letzter Zeit mal gespielt? Schon lange nicht mehr, ne. Ja, dann ist es jetzt soweit. Hier ist Stadtland Quatsch. In der Promi-Ausgabe mit Julian Howard. 30 Sekunden, wenn du was nicht weißt, einfach weiter. Du spielst mit den Buchstaben M. Eine Stadt. Mannheim. Ein Land. Marokko. Ein Tier. Weiter. Ein Gemüse. Weiter. Eine Band. Gott. Weiter. Ein Scheidungsgrund. Marzipansucht. Sehr gut. Ein Sportler, Leichtathlet zum Beispiel. Mit M. Marius Bröning. Wunderbar. Und eine Biermarke. Das kommt zu spät. Was waren schon die 30? Wie viel waren es denn? Es waren 4 richtige. Oh, yeah. Aber du hast sie denn trotzdem verdient. Eigentlich erst ab 5 richtigen. Die XXL-Tasse der neuen Welle. Mhm. Als kleine Erinnerung an die Martin-Wacker-Show. Dankeschön. Und wir unterhalten uns gleich nochmal über das Indoor-Meeting, über das Glück, ein solches internationales Turnier in einer Leichtathletikstadt zu haben. Hier in der Martin-Wacker-Show. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle mit Julian Howard, ein sportlicher Gast am Sonntagvormittag. Ein Gast, der verraten hat, dass für ihn der Scheidungsgrund die Marzipansucht sein könnte. Also das war wirklich sehr spannend. Es ist noch, sind noch ein paar Tage bis zum Indoor-Meeting, bis zum großen Heimkampf als Lokalmatador. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du Zeit, ein bisschen runterzufahren? Jein. Zu Beginn der Woche wird es bei mir noch ein bisschen stressig. Ich bin im Moment in der Lernphase, in der Prüfungsphase. Von daher werde ich die ersten Tage der Woche auf jeden Fall noch viel am Schreibtisch verbringen. Werde es definitiv hinten raus ein bisschen zurücknehmen, um mich dann auf das Indoor-Meeting zu konzentrieren. Da muss man einfach ein bisschen sich sammeln, in sich gehen, sich auf den Wettkampf einschießen, sage ich mal. Das wird wieder eine spannende Zeit. Vor so einem großen Meeting wird man doch gerne mal nervös. Das ist bei mir auch nicht anders, selbst nach den Jahren jetzt. Und da ist meine Freundin immer eine große Stütze. Und die weiß eigentlich auch, die kann immer schon ganz gut abschätzen, wie ich beim Wettkampf abschneiden werde. Es liegt immer ein bisschen, kommt immer ein bisschen darauf an, wie ich vor dem Wettkampf drauf bin. Also kann sie es erfühlen sozusagen. Sozusagen, genau. Freundin ist da, Freunde sind da, Verwandte sind da. Der absolute Heimkampf, macht das was mit einem nochmal in der Motivation? Ja, definitiv. Also bei so einem Wettkampf läuft so viel anders ab als bei kleineren Veranstaltungen, sage ich mal. Das kann man im Vorfeld auch gar nicht so abschätzen. Manchmal ist es absolut vorteilhaft und positiv. Manchmal kann einen das aber auch erschlagen. Da muss man mit umgehen können, man muss es auch lernen. Ich freue mich einfach nur auf den Wettkampf und deswegen hoffe ich, dass mich das einfach umso mehr pusht. Zukunftspläne wollen wir noch ganz kurz anreißen. Ich habe das Gefühl, deine sehr starke Konsequenz, du hast gerade gesagt, eigentlich ein Top-Wettkampf, aber du musst auch lernen. Mhm. Ein Examen schon fertig, Maschinenbauer bist du schon studiert, Bachelor, jetzt geht es noch weiter in einer anderen Richtung. Liegt es auch daran, dass du sagst, na, das Sportlersein ist nicht das, auf das ich ewig bauen kann? Hast du da ganz klar im Lebensplan dir was vorgebaut? Weil manche bauen dann nicht so früh vor, sondern die machen ihre Karriere zu Ende und stehen dann vor Herausforderungen. War das von Anfang an dein Plan, doppelt gleisig zu fahren? Definitiv, das muss man ja Leichtathletik. Da kommt man gar nicht drum herum, außer man ist schon von Beginn an, also in den jungen Jahren, wirklich in der Weltspitze mit dabei. Dann kann man sich es eventuell leisten, alles auf eine Karte, und zwar den Sport zu setzen.
Mir war aber bewusst, das ist erstens nicht das, was ich möchte und zweitens ist es doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man von dem Sport, von der Leichtathletik leben kann, so schade wie es ist. Außerdem braucht man so ein bisschen oder brauche ich so ein bisschen die Ablenkung. Mhm. Nur sich auf den Sport zu konzentrieren ist schön für eine Zeit, aber dass die komplette Karriere hindurch und dann noch danach sich darauf zu verlassen, war nicht der Weg, den ich einschlagen wollte. Mhm. Und deswegen bin ich von Anfang an zweigleisig gefahren. Das nenne ich Understatement. Ein Studium schon abgeschlossen und eins draufgesetzt als Ablenkung von Leistungssport, ja, wo man über 8 Meter springt. Gratulation dazu, Julian. Wir drücken absolut die Daumen, dass das klasse Wettkampf für dich wird. Und vielleicht, die 8 Meter sind nicht selbstverständlich, aber ihr drei werdet euch wahrscheinlich hochpushen. Ich hoffe es doch. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.